Servus und grüß euch auf meinem Kanal, der Bienenbastler. Ihr seht schon, ich bereite mich gerade für die Ameisensäurebehandlung vor. Eine Menge Nasenheilverdunster, eine Menge Ameisensäure. Ich befülle jetzt die ganzen Behälter und dann schauen wir rüber zu den Völkern. Wer Lust hat, kommt einfach mit. Ja, das Ganze befüllen wir jetzt mit 180 Milliliter Ameisensäure. Ja, Mann, 100. Gibt es eine Skala drauf? Dann kann ich jetzt natürlich. Ach, da ist sie. Genau, 180 passt. Vergiss zwar natürlich nicht die Schutzausrüstung, Handschuhe und Brille. Das Schöne am Nasenheiler, ich kann eben an den Stand fahren, auch wenn es bei mir gerade ums Eck ist. Ich kann die befüllen, kann so die Damen hin, kann das von mir aus auch einen Tag vorher vorbereiten und kann dann direkt am Stand den Docht draufschrauben. Somit verschütte ich nichts und habe keine Angst, dass mir das irgendwo im Auto auslaufen kann oder wie auch immer. Ich habe mir jetzt noch vorher noch die ganzen Dochte angeschaut. Wie gesagt, es ist bei mir Docht Nummer 2. Funktion vom Nasenheiler habe ich schon in einem anderen Video, glaube recht gut erklärt. Ich verlinke euch das oben in der Infobox. Aber mir ist einfach immer Docht Nummer 2, der funktioniert in meinen Augen am besten. Ja, einfach perfekt. Jetzt brauche ich bloß noch den Docht aufsetzen. Einigermaßen festziehen. Und dann kommt der bei mir, beziehungsweise ich lasse die Kammer noch voll laufen. Und dann kommt der bei mir auf die Seite. Und lass in 5 Minuten, sagen wir, wie gesagt, ziehen und dann kontrollieren wir eben die angesprochenen Punkte, ob er auch ordentlich dicht ist. Einmal rüberlaufen lassen, kann man ein bisschen zusammendrücken, dann befüllt sich die Kammer schneller und dann einmal auf die Seite. Der letzte. Da einfach schauen, dass er der Docht selber ordentlich gerade drauf sitzt. So, dann auch da zusammendrücken, anziehen lassen, kurz warten. Und das Schöne ist halt auch, die Stopsel, die müssen wir nicht irgendwo auf die Seite legen, den können wir unten schön einfach reinklipsen. Das ist eine extra eine Halterung dafür und somit kann man beim Rausnehmen des Volk wieder den Tank wieder ordentlich verschließen. Und es kann nichts, sagen wir, mit der Säure passieren. Da haben sie auch mitgedacht. Ja, wenn ich den Nasenheiler kontrolliere, nach 5 Minuten schaue ich mir den Pegel an. Passt der? Also bleibt der gleich? Und wenn er nicht gleich bleibt, habt ihr wahrscheinlich irgendwo ein Loch drin. Aber das sieht ihr, das geht dann relativ schnell. Dann schaue ich mir den Docht selber an, ziehe da schön hoch oder wie gesagt läuft es aus der Kammer schon raus, dann sieht es, wenn aus der Kammer, sagen wir, wie gesagt, nicht mittig bleibt, sondern überläuft, dann wisst ihr auch, dass irgendwo ein Loch drin ist. Und dann eben unten noch einmal Kontrollblick, ob da was raustopft, somit wäre auch da was undicht. Und ich sage mal, wenn ich zum Beispiel hier 6 Stück befülle und alle 6 sind befüllt, und bis ich mit dem ersten anfange zum Einsetzen,
beziehungsweise fange ich mit dem ersten an, den ich befüllt habe, und da mache ich eben die Kontrollpunkte, und wenn das alles passt, bin ich eigentlich auf der sicheren Seite, weil es sind dann mindestens 5 Minuten vergangen, und wenn bis dahin, sag ich mal, nichts undicht ist, können wir weiterarbeiten. Kriegt man dann immer auf ein Leerrämpchen her. Da ich ja jetzt den Nasenheiler einsetze, den Nasenheiler kommt bei mir immer im Außenbereich, links oder rechts, das ist eigentlich relativ egal, kommt immer im äußeren Bereich. Das Brutfeld ist bei mir in der zweiten Sage und der Nasenheiler kommt halt so weit wie möglich weg vom Brutfeld. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Und eben die Leerzage, genau, warum ich es anspreche, die Leerzage für ein Futterrämchen, das ich jetzt dem Volk entnehme, dass ich quasi Platz habe für den Nasenheider. Das ist halt das Schöne auch wiederum an den Nasenheider-Rämchen. Ich brauche eine zusätzliche Zage und spare mir somit eine Beute. So, die haben vor kurzem erst das Futter bekommen. Wurden aufgefüttert und die müssen wir jetzt natürlich schnell abkehren. Beziehungsweise kann man es auch die Futterzage vor ein Flugloch hinstellen, kriegt die Mehrheit kriegen dann einfach wieder zurück und das Restliche kann ich dann reinfegen. Ja. So, jetzt holen wir uns, also ich hole mir immer dann dieses Rämmchen raus, das wo quasi bei mir im Volk am meisten Platz hat. Weil ich schiebe mir quasi immer die Rämchen auf die Seite, dass ich eins relativ gut rausbekomme und ich sage mal wenig Bienenquetsche dabei. Die kommen wieder zurück. Ich habe jetzt am 15. habe ich aufgefüttert und heute ist, was ist heute? Gute Frage. Heute müsste der 22. sein. Also ich lasse immer mindestens 5 Tage vergehen, also nach dem Auffüttern, bis ich den Nasenheider ins Volk gebe, damit ich wieder im Volk selber eine normale Stockluft habe. So, jetzt eben schaue ich mir den einmal komplett an, schaue, ob hinten was tropft, schaue, ob der Pegel in der Kammer bleibt, hinten wie vorne, setze den ein und schaue kurz, ob der Kollege doch mit dem Fließtuch Kontakt hätte, weil das wäre schlecht, dann würde er sofort ausziehen. Haben wir auch nicht. Und dann nehme ich immer meinen Stockmeißel, drücke hier auf die Kammer, damit ich beim Reinstecken des Nasenheiders den Docht oder die Kammer nicht irgendwie hochschieben würde und irgendwie das dadurch auslaufen könnte. So. Das Fließtuch kommt jetzt weg vom Volk bei mir. Und dann, wie gesagt, drücke ich einmal auf den Tank. Und dann war es das auch schon. Brauchen wir jetzt noch die Folie. Dann haben wir das erste Volk in Behandlung. Wir haben heute ca. 26 Grad und die ganze Woche
soll ähnlich verlaufen, 24, 25 Grad und das wäre optimal. Die haben jetzt ein bisschen Wildbau. Nach oben wirkt. Das ist ein Problem, wenn die Futterzauge in so ein bisschen eine Vertiefung hat, dann bauen die relativ schnell nach oben Wildbau. Das ist ja nicht so toll. Da muss ich mal entweder da drin noch eine Leistel oder ein Brett einbauen, dass die Erhöhung weg ist. Oder dass die Kammer weg ist. Ziehe ich mir doch noch schnell die Handschuhe an, weil es klebt schon wieder alles, es klebt schon wieder alles. Ja, der ist auch schön eingefüttert hier. So, wieder. Kontrollblick hinten, Kammer, Kammer und anschließend noch der Docht, kein Kontakt, alles gut. Stockmeißel, darauf drücken. Nicht unbedingt die schönste Phase in der Imkerei, weil das ist eine Säure, wie gesagt, das brauchen wir wirklich überhaupt nicht schönreden. Aber in meinen Augen aktuell das Einzige, was wirklich wirkt. In diesem Sinne, grüß euch und ein anderes Mal.